Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Kettle und Cops. Ja, weiter geht's. Ernte mit Weizen. Ein bisschen Platz haben wir noch im zweiten Anhänger. Da passen insgesamt ja 19.000 rein, glaube ich. Und wir haben gerade mal 9.000, jetzt sind wir 9.000 noch was. Wird nicht ganz reichen, denke ich mal. Aber doch, vielleicht, mal sehen. Könnte. Und man nicht, dass wir deswegen einen halben Sack so ungefähr noch mal fahren müssten. Ne? Entschuldigung. Ja, das ist eben leider nicht so viel. Ne? Reif von Urlaub bin ich. Gut, nächste Woche ist ja der erste, schon der zweite. Heute müsste der erste sein, wenn die Folge kommt. Ja. Es steht drin an der Betriebsurlaub. Es kann aber auch sein, dass ein oder andere auch arbeiten darf, aufgrund der vielen Aufträge. Kann ich auch nicht sagen, ob ihr auch dabei bin. Jetzt so Montag, Dienstag nicht arbeiten, in dem Falle, weil ich mir erst Montag einen Test holen muss. Und wir brauchen nur 2 Tage. Und ich werde mir nicht jetzt Weihnachten, den zweiten Weihnachtstag anstellen, 3 Stunden oder länger für einen Test. Obwohl hier eigentlich nicht so viel ja. Aber abwarten erstmal, ne? Gibt es eine neue Variante. Naja, muss ja was sein für die 5. Welle, ne? Ja, draußen ist ein bisschen weiß geworden, weil ich habe den Schneefall eingesetzt. Hat er heute Vormittag ein bisschen getaut. War ein leichter Plus gerade. Ist auch noch nichts liegen geblieben, aber jetzt näher ab 3 Uhr ungefähr, da war das plötzlich, wurde es weiß, ne? Da kam die Frost gerade. Zumindest 0 Grad. Und sofort gesehen, dass es dann nachher die Bremsen sich bergab geht, die Öl. Ich bin auch ganz gerutscht. Ah. Ja. Mal schauen, wann am 22. Personal Farming kommt. Das wollten wir dann auch wieder als Mod reinbringen. Gerade geht es ja noch, da ist ja nicht nur einen großen Feld, aber wir reden Modkarten, naja, jetzt haben wir, es wird zum neuen Jahr werden, ne? Weiß nicht, ob ich dann genau diesen Zeitpunkt abpassen sollte und sagen, okay, mach hier eine Modkarte rein, als Ersatz. Was meint ihr? Habt ihr irgendwelche Meinungen dazu? Der große Schnitt schaut ja um die Zeit noch rein. Unter Umständen. Wie gesagt, hier Kettle und Kopf ist auf Dauer eintönig. Ist schwierig. Und klar, können wir hier mit einem Helfer arbeiten lassen. Da arbeitet auch alles. Also mit Tellern und so, das klappt alles. Aber ja.
Aber ich habe keine anderen Aufgaben, ne? Missionen haben wir hier nicht. Dass wir was anderes machen könnten. Ist halt blöd. Oder mache ich hier nachher Icarus mit dazu? Entschuldigung. Ups. Aber da war die Nachfrage ja auch nicht so groß. Es geht ja nicht ums Spiel, es geht darum, dass die Arbeit gemacht werden muss im Programm. Ne? Das ist ja nicht so, dass man das so nebenbei macht. Ne? Das Hochladen geht sicher nicht nebenbei. Aber das Bearbeiten und so, das dauert doch viel Zeit. Und wenn man dann 0 offen hat, ist das irgendwo dann auch ungünstig. Ne? Warum, weshalb das so ist, keine Ahnung. Der Rest wird hier oft nicht mehr da sein. Wie gesagt, bei knappe 80 Millionen deutschsprachigen Raum, außer die kleinen Kinder, ne, so, ne, um die 18 Millionen, dann werden sie doch mit 2-3 doch mal hier reingucken, ne? Ist ja auch so oft, ne? Und danke dafür. Aber ich merke kein Wachstum zur Zeit. Der Kettel im Kopf ist eher stagnieren. Ja, ist halt so, ne? Gibt auch nichts Neues, ist halt ganz ein Problem. Früchtemäßig. Also kriegen doch mehr wie 10.000 zusammen, glaube ich. Früchtemäßig. Haben ja nicht so viel. Wir haben ja jetzt gerade mal, was habe ich mit bei? Was fehlt? Das Gras. Feldgras, das Einzige, was ich noch fehlen würde zurzeit. Alles andere ist ausgereizt. Ne? Weizen, Gerste, Hocken, Mais. Was ist so? 9.000. Mal schauen, ob wir 10.000 voll kriegen. Mehr wie 10.000 wird auf jeden Fall am Hänger knapp. Ja, das wird nichts. Ja, die Lage hat probiert. Das funktioniert nicht so gut. Der springt immer noch her. Ich würde hier mal die Woche mal schauen, wie es aussieht, wie die Nachfrage ist. Und dann spontan entscheiden, was man macht. 1000. Scher mal raus. Nehmen wir gleich den Rest hier mit. Irgendwo an der Reste. Einmal. Die Spur, glaube ich, hier runter. Wollen wir Gas geben. Ja, knapp mit 10.000. Wir müssen nochmal fahren. Ja. Der Gas weg und hier an den Hühner. Ah, da muss ein anderes Feld sein. Muss auch noch Ding sein, Weizen. Ne? Was von der Farbe so ist. Wenn das auf Weizen ist, dann haben wir es.
Dann können wir nochmal, ich werde zum Hof fahren. Vorne ist Rocken drin. Na, Rocken oder so. Feld 7. Sommergerste. Na ja, gut. 49 ist Weizen. Dann können wir eh nochmal fahren. Das Weizen drin, dann passt das. Dann kriegen wir noch einen Hänger voll. Zweiten Mal. Dann wird es ärgerlich. Felder vergrößern können wir hier auch nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Boah, da hätten wir hier ein bisschen mehr Spielraum, ein bisschen mehr Ertrag. Ah, Hänger ist voll. Hänger wäre voll, aber wir können mal den Drescher wieder richtig mal auch mal voll machen. Und auf 49 fahren. Könnte auch direkt was reinbringen, ne? Direkt ohne Flügengruppe. So. Das wäre eine Option. Das ist nicht ernst. Geil. Bergab rollt der, da muss ich aktiv bremsen. Heute scheint Internet nicht so gut zu sein. Das wäre morgen ganz schlecht. Ja. Aber ganz schlecht. Öfter mal auf Netz fliegen. Das wäre ganz, ganz übel. So, wer fällt? Drei erledigt. Knappe. Ja, zwei Ladungen, kann man sagen. Knappe 20.000 Liter. Leider kann ich mir den Tag nicht merken. Also, das würde ich mal aufschreiben. So genau will ich es auch nicht wissen. Geht's rüber auf Feld Nummer 49. Soll ja auch Weizen sein. Und 299. Das ist zumindest nochmal. Oh, hier geht viel runter. Hier ist viel drauf. Hier geht hoher Ertrag.
irgendwo stehen lassen, ne? Also Schau, da soll es doch schon vorne gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank, dass ihr rausschauen. Reinschauen. Dann sagen wir tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter, hier bei Kettle und Kopf. Wir ernten weiterhin auf Feld Nr. 49. Und da werden wir ganz kurz den Anhänger, wegfahren. Tschüss.